So, dann gehen wir schon gegen Ende von der Veranstaltung. Geht immer schneller rum, als man denkt. Ich halte jetzt einen Vortrag über Barrierefreiheit in Joomla. Also ich zeige euch, was in Joomla so drin ist, was für Barrierefreiheit hilfreich ist. Ich habe das als Webseite vorbereitet, also ihr müsst da nichts kopieren, fotografieren oder so, das könnt ihr einfach abrufen und hinterher auch noch gucken. So, das Logo hier ist beliebter als das Rollstuhl-Logo, was so oft verwendet wird im Zusammenhang mit Barrierefreiheit. Und in Mattermost kann man eigene Emojis einbauen. Und dann habe ich das genommen und in Joomla-Farben eingefärbt. Und das findet man auch in Mattermost als Emoji. Ja, die Kombination Barrierefreiheit und Joomla ist gegeben. So, wir reden natürlich von digitaler Barrierefreiheit. Und das bedeutet, dass alle Menschen digitale Angebote nutzen können sollen, unabhängig von ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Barrierefreiheit betrifft sowohl Design wie Funktion einer Webseite, zum Beispiel das Typische, die Schriftgröße, dass man auch eine Schriftgröße wählt, die gut lesbar ist, aber auch, dass sich skalieren lässt. Also nicht fix machen, dass der Benutzer sagt, ich will hier mit dem Browser die Schrift größer machen und es geht nicht. Ja, das darf man nicht machen. Und am besten ist, wenn man auch noch die Einstellungen von dem Benutzer respektiert. Also wenn man weiß, an den Standardgröße von Schrift in einem Browser ist 16 Pixel, dass man das auch respektiert. Und wenn jemand da an was anderes eingestellt hat, soll es vielleicht auch benutzt werden. Man kennt das, man kann dann, ich hoffe, ich kriege die richtigen Tasten. Nee. Genau, ich kenne mich noch nicht aus mit dem Mac. Ich kann hier alles skalieren und die Schrift vergrößert sich von automatisch, dann funktioniert das ganz gut. So, dann gehen wir wieder zurück. Wichtig auch sind Alternativtexte für Bilder, also vor allem für Bilder oder Grafiken, die Informationen zu der Webseite dann liefern. Also nicht rein dekorative Bilder, aber das zeige ich später nochmal. Farbkontraste sind wichtig, also dass die Schrift zu dem Hintergrund gut sichtbar ist. Also die Seite mit den Tools, die ich getestet habe, ist von den Kontrasten gut. Das zeige ich dann später ein paar Tools, wie man das überprüfen kann. Untertitel für Videos sind wichtig. Vielleicht auch Abschriften, damit man es dann lesen kann komplett. Und teilweise auch Gebärdensprache, wenn möglich ist. Und so wie wir heute es auch von der Nina Gerling im vorherigen Vortrag gehört haben, barrierefreie Webseiten sind besser für alle. Es hat damit User Experience zu tun und zum Beispiel diesen sogenannten Beeinträchtigung oder nur seitliche Beeinträchtigung, wenn ich mir jetzt den rechten Arm breche, ich bin Rechtshänder, könnte ich nicht mehr mit der Maus die Seite bedienen. Wenn die Seite aber gut gemacht ist, dann könnte ich mit der Tab-Taste mich helfen und navigieren. Dann brauche ich die Maus nicht. Und Videos mit Untertitel zum Beispiel helfen, wenn man gerade keine Kopfhörer dabei hat und man nicht die ganze U-Bahn belästigen will, dann kann man dann vielleicht ein Video mit Untertiteln angucken. Oder wenn dann die Umgebung so laut ist, dass auch mit Kopfhörern ein Video nicht zu hören wäre, dann kann man auch nicht noch die Untertitel lesen. So, warum ist dann wichtig? Das war heute auch ein Thema in dem vorherigen Vortrag. Also das sind die Statistiken vom Statistischen Bundesamt, die Zahlen von 2021 in Deutschland.
sind 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Schwerbehinderung bedeutet einen Behinderungsgrad von mindestens 50%. Das heißt, wir reden schon von ziemlich vielen, also von großer Behinderung. Andere Zahlen, und das war, glaube ich, auch eine Folie von Nina, andere Zahlen sagen, wenn man andere Beeinträchtigungen mit reinnimmt, dann sind wir bei 30% der Bevölkerung. Hat in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung. Also bei diesen 7,8 Millionen ist 9,4%, also 10% der Bevölkerung. Genau, das ist wahrscheinlich nicht bei 50% Behinderungsgrad, aber ist trotzdem eine Beeinträchtigung. Genau. Und was mich persönlich, als ich die Zahlen da zusammengestellt habe, so ein bisschen schockiert hat, also 97% dieser Behinderung sind erworben. Das heißt, durch einen Unfall, eine Krankheit, irgendwas im Laufe des Lebens. Also sind nicht angeboren, ich bin nicht behindert geboren, sondern ich habe es im Laufe des Lebens in irgendeine Form gekriegt. Das heißt, kann jeder von uns treffen. Heute, morgen, in ein Jahr, was weiß ich. Und je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Beeinträchtigung bekommen. Die Zahlen sagen, 79% der behinderten Menschen sind über 55 Jahre. Kommen langsam in dem Alter. Und ja, es klingt dann komisch, aber diese Bevölkerungsgruppe hat eine große Kaufkraft. Das heißt, es ist ein gutes Zielpublikum, wenn man Sachen verkaufen möchte. Ja. Ist in vielen Publikationen zu sehen. So, zu der Gesetzgebung. Das hat Nina auch vorhin überflogen. Ich werde auch nicht auf alle Sachen dann eingehen. Das kann man alles lesen. Ich habe alles verlinkt, was in irgendeiner Form wichtig ist. Also, sehr wichtig ist, Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Und das ist von der UNO in den Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung festgelegt worden, finde ich ziemlich spät. 2006 wurde verabschiedet und in 2008 trat in Kraft, ist von 185 Staaten und der Europäischen Union bestätigt. Zahlen von Wikipedia. In Deutschland gibt es den Behindertengleichstellungsgesetz. In dem Paragraph 4 von diesem Gesetz ist eine Definition von Barrierefreiheit und es verpflichtet die Träger öffentliche Gewalt, also alles was Kommune, Regierung und so weiter, Webseiten auf Bundesebene müssen barrierefrei sein. Also Webseiten, mobile Anwendungen von öffentlichen Stellen des Bundes müssen barrierefrei sein und es gelten die Vorgaben von diesen barrierefreie informationstechnische Verordnung oder BITV, Version 2.0, ist teilweise angelehnt an den internationalen Regeln, also die BCAG, hat aber noch eigene Sachen dann drin. Das kann man sich dann anschauen. So, und dann neu dazu ist diese Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, warum die Deutschen immer so lange Wörter benutzen, weiß ich nicht. Schlimm. Das wurde schon 2021 verkündet und die Frist ist jetzt, also am 28. Juni 2025 trifft in Kraft und trifft die Privatwirtschaft. Das heißt, bestimmte Anbieter von bestimmten Waren und Dienstleistungen müssen auch barrierefreie Seiten haben. Es geht um Shops vor allem. Genau. Das ist angelehnt an der European Accessibility Act und alle Länder in Europa müssen das in Gesetz umwandeln. Ja. Nein, also betrifft vor allem Shops, muss man das Gesetz dann genau lesen.
Wenn eine Firma mehr als 10 Mitarbeiter und oder einen Umsatz von mehr als 2 Millionen Euro im Jahr, muss barrierefrei sein. Aber man kann, da haben wir mit Nina, Nadja und ich haben wir vorhin mit Nina noch kurz gesprochen, man kann ganz schnell durch Zusatz von Sachen auch reinfallen, auch wenn diese anderen Sachen nicht zutreffen. Deswegen empfiehlt sich, einen Anwalt zu kontaktieren. Es gibt auch eine offizielle Stelle, wo man nachfragen kann. Die sind aber wahrscheinlich momentan heillos überfordert. Genau. Also wenn die Firma 10 Leute beschäftigt und einen Umsatz von 1.000 Euro im Jahr hat, dann wärst du drin. Genau. Ja. Mehr als 10 Mitarbeiter, Umsatz 1.000 Euro. Und wenn du einen Shop betreibst, dann bist du im Shop. Ja. Das macht nichts. Dann bist du drin. Ja. Also, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, ich nehme keine Verantwortung. ja, wie gesagt, und es gibt Ausnahmen wahrscheinlich in beide Richtungen. Also, ob du wirklich drin bist oder nicht drin bist. Und alles, was mit Verkehr zu tun hat, also mit Mobilität, ist mit Sicherheit drin. Egal, was dann noch. Also, wenn also Fahrkarten verkaufen online, das muss barrierefrei sein. Soweit ich es verstanden habe. Ich habe hier ein paar Links dann noch ergänzt, wo man noch ein bisschen mehr dazu lesen kann. So, und dann kommen wir zu Joomla. Was hat Joomla mit dem ganzen Zeug zu tun? Ja, es gibt dann die internationalen Richtlinien für Barrierefreiheit. Die sind entwickelt von dem B3C-Konzern, den Teil Web Accessibility Initiative, abgekürzt WAI. Und es gibt zwei große Richtlinien, einmal für Authoring-Tools und einmal für Web-Content. Authoring-Tool ist abgekürzt ATAC und Web-Content ist WCAG. Authoring-Tool bedeutet alles, was ich nutze, um Inhalt zu generieren. Ja? Joomla ist ein Authoring-Tool. Ja? Ich habe ein Backend, das ist die Schnittstelle zum Authoring-Tool und damit kann ich Inhalt generieren. Joomla ist barrierefrei als Authoring-Tool. Das Backend ist barrierefrei gemäß WCAG 2.1 Label AA und erzeugt auch barrierefreie Webseiten mit WCAG 2.1 AA, wenn wir Core benutzen. Ich rede die ganze Zeit nur von Core. Ja, wenn man einen anderen Template benutzt, weiß ich nicht. Ich kann nur von Core sprechen. So, Leseempfehlung. Da anfangen und sich durchangeln. Ist sehr viel zu lesen. Ziemlich viel Information. Aber sehr interessant. Auch diese Videos, wo es erklärt wird, was für Sachen man beachten muss und so. Das ist schon sehr interessant. Und man kann sich durch diese ganzen Links hier von WAI durchklicken und mehr erfahren. So, dann kommen wir zu den Sachen, die Joomla hat und ja, hilfreich sind für Barrierefreiheit. Das erste ist die Benutzereinstellungen. Ich weiß nicht, ob es jemand schon getestet hat, gesehen hat. Jeder Benutzer kann die Einstellungen vom Backend ändern. Also das Backend verändern auf die eigenen Bedürfnisse. Und das geht über das Benutzerprofil, zeige ich dann gleich. Und es gibt vier verschiedene Einstellungen, die man einzeln oder kombinieren kann. Einmal die Farben ändern auf Monochrom. Das heißt, es ist nicht mehr schwarz-weiß, sondern andersrum. Nicht mehr blau, sondern schwarz-weiß. Man kann den Kontrast erhöhen. Ich glaube, die Präsentation von Christiane vorhin war in höheren Kontrast. Da verschwinden ein paar Sachen und es erscheint alles ein bisschen heller. Man kann alle Links hervorheben, die nicht von sich aus anders dargestellt sind. Und man kann auch die Schriftgröße erhöhen. Normale 16 Pixel, wenn man diese Einstellung nutzt, dann wird die Schriftgröße auf 18 Pixel vergrößert. Das kann ich dann hier zeigen. Ist einmal hier über das Benutzermenü zu finden. Da gibt es den Punkt Barrierefreiheit direkt.
Oder ich kann über Benutzer verwalten, wenn ich angemeldet bin, ist vielleicht auch noch besser. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Entschuldigung. So, dann nochmal. So, jetzt. Okay, da bin ich bei meinem Benutzer. Dann kann ich draufklicken. Und dann habe ich hier Einstellung zur Barrierefreiheit. Und dann kann ich diese Einstellung dann ändern. Also wenn ich dann monochrom sage, dann sieht man sofort, ist alles schwarz-weiß. Ich kann den Kontrast erhöhen. Und da gehe ich am besten raus, dann sieht man es besser. Vielleicht nicht im Monochrom, dann sieht es nochmal noch besser. So sieht es dann mit dem höheren Kontrast aus. Gut im Auge behalten. Da verschwinden diese Hintergründe und teilweise Rahmen und dann ist alles so ein bisschen an sich heller. Genau, und das sind die Möglichkeiten, die man dann hat für sich, also jeder Benutzer für sich, das Backend dann zu ändern. Ja. Das hat keine Auswirkung. Nein. Das ist nur fürs Backend. Dann haben wir ein System-Plugin. Das heißt Sprung zur Navigation. Das ist standardmäßig in Backend immer eingeschaltet. Man kann es aber auch fürs Frontend einschalten. Es funktioniert, wie gesagt, in Core. Also wenn ich hier die Webseite ist mit Cassiopeia gemacht, da funktioniert es. Bei einem anderen Template weiß ich nicht. Kann sein, dass es unterdrückt wird oder anders funktioniert. Was dieses Plugin macht, ist hilfreich, wenn man mit der Tastatur unterwegs ist. Dann erscheint ein extra Fenster, wo ich dann klicken kann, an welchem Bereich von der Website ich dann springen will. Das kann ich hier gleich zeigen. Gut, hier bei der Seite, also bei dem ist es ein bisschen blöd, weil es so kurz. Ich mache hier die Übersicht. Wenn ich jetzt die Tab-Taste klicke, also ich bin gerade auf der Seite gelandet und ich drücke auf Tab, dann erscheint mir hier diese Tastaturnavigation. Es hat auch einen Shortcut, den ich mir nicht merken kann. Wenn ich dann mit Enter reingehe, dann habe ich die Struktur von der Webseite. Das sind die sogenannten Landmarks. Das sind die Bereiche von der Seite, wo ich dann springen kann. Wenn die Webseite richtig programmiert ist, also mit richtigen semantischen HTML, wird man das dann sehen. Also ich habe einen Main-Bereich, ein Footer, ein Header und ich habe irgendwo eine Form. Und ich kann dann jetzt andersrum. Moment. So, da bin ich wieder drin. Ich kann dann hier sagen, spring bitte auf den Footer und dann bin ich da unten. Ja, das ist dann für Navigation auf der Seite, dann kann ich direkt überspringen, was mich nicht interessiert. Und wie gesagt, im Backend ist genauso. Muss ich aber gerade gelandet sein. Da ist die Tastaturnavigation auch. Und dann sehe ich hier die Struktur von dem Backend und auf welchen Bereiche ich dann springen kann. Ich kann dann da. Und dann bin ich bei Sample Data zum Beispiel. So, dann haben wir hier bei Sprung zur Navigation. Das nächste Plugin ist auch ein System-Plugin. Das sind die sogenannten zusätzliche Barrierefreiheitsfunktionen. Und das ist diesen Icon hier unten. Das Plugin löst keine Probleme. Und das Plugin macht die Webseite nicht barrierefrei. Also wenn eine Kommune zu euch kommt und sagt, ich hätte gerne, dass man die Schriftgröße per Klick ändern kann und Kontrast ändern kann und dann bin ich barrierefrei. Nein,
ist nur eine Hilfe. Ja, das macht nicht die Webseite barrierefrei. Oder barrierearm. Ja, wahrscheinlich barrierefrei, hundertprozentig wird man nie so richtig erreichen. Aber ja, aber trotzdem, also die Webseite muss per se durch die Struktur, durch den HTML-Code, durch den CSS, was ich verwende, schon so angelegt sein. Also nur den Plugin einzuschalten, macht die Seite nicht besser. Also es ist nur eine Hilfestellung. Und das Plugin hat ein paar nette Funktionen. Wichtig, also Menschen mit Behinderung, die schon immer das haben oder lange haben, haben eigene Tools, ja, also ein Screenreader, eine Braille-Tastatur, Bildschirmlupen, was auch immer. Ja, dann werden diesen Plugin wahrscheinlich nicht verwenden, weil die haben Besseres. Ja. Aber ist trotzdem nützlich, zum Beispiel für Menschen, ältere Menschen, ist vielleicht nicht so richtig, aber die vielleicht nicht so technisch affin sind, die nicht wissen, ich kann hier mit den Tasten die Schriftgröße größer machen im Browser, dann kann ich auf den Plugin gehen und sagen, bitte mach mir die Schrift größer. Ja? Das ist ein netter Gag. Für bestimmten Sehbehinderungen ist vielleicht diesen Farbenumkehren dann wichtig oder interessant. Der macht dann nur eine Umrechnung von den Farben von der Website. Also es ist nicht vordefiniert, das kann man auch nicht ändern, sondern es nimmt sich jetzt mein Grün, wird in irgendeine Formel umgeändert und wenn ich das dann nehme, dann wird es zu lila. Was weiß ich. Ist vielleicht für jemand da die Webseite besser zu lesen als mit meinem Grün und Gelb. Zum Beispiel Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder längere Sätze zu lesen, da gibt es den netten Zeilenlineal. Genau. Dann kann ich hier mir markieren, wo bin ich denn gerade beim Lesen. Auch vielleicht mal nett, dann habe ich eine riesige Mauszeiger. Dann mache ich vielleicht ein Zeilenlineal, das sieht man besser. Da ist auf meine Maus. Zeige ein bisschen größer. Das ist vielleicht für bestimmte Leute dann nützlich. Oder Text vorlesen. Also wenn ich keinen eigenen Screenreader habe und ich verstehe Deutsch nicht so gut, ich kann es nicht lesen oder ich bin in der Lage, nicht komplizierte Sätze zu lesen, dann kann ich mir den Text vorlesen lassen. Also direkt in dem Plugin drin. Es gibt... Genau, ich habe hier die Einstellung mit Google Font gewählt, das zeige ich dann noch im Backend, wie das funktioniert. Ist eine graue Zone, das mit den Google Fonts einbinden, also das Plugin hat die Möglichkeit Emojis zu verwenden, die Emojis sehen aber ein bisschen komisch aus. genau, das Plugin hat auch Hotkeys, die man verwenden kann. Ich glaube, die werden vorgelesen oder angesagt, wenn jemand einen Screenreader benutzt. Die sind hinterlegt im Code. Also man kann dann diese Hotkeys direkt hier, wenn ich mir den Code von der Webseite angucke, dann kann ich es dann sehen. In Windows ist Ctrl-Alt-A, dann kann ich das Plugin auf- und zumachen. Hier in Mac ist Ctrl-Option-A. Dann kann ich es aufmachen und zu. Und dann kann ich die verschiedenen Funktionen auch mit Hotkeys einschalten. Zum Beispiel mache ich wieder ein Zeilenlineal. Ctrl, Option, ja. Dann habe ich den Zeilenlineal. Und wenn ich wieder dieselbe Tastenkombination benutze, verschwindet es nochmal. Und es gibt ein paar Funktionen, die nicht in alle Browsers funktionieren. Also zum Beispiel diese graue Farbtöne ist hier in Firefox nicht vorhanden. Das funktioniert nur in Chrome. Also uns wird auch hier nicht angezeigt. Also ich habe es nicht zum Auswählen. Ist aber drin. Also wenn ich die Webseite mit Chrome benutze, dann könnte ich in graue Farbtöne machen. So, das Plugin finde ich
Achso, das andere habe ich vergessen zu zeigen. Mal kurz zurück. Den Sprung zur Navigation findet man hier in den Plugins. Und wie gesagt, der ist normalerweise nur fürs Backend eingeschaltet. Ich kann es nur fürs Frontend, nur fürs Backend oder für beide dann aktivieren. So, und jetzt wollen wir die anderen. Die zusätzliche Barrierefreiheitsfunktionen. Ja, also den Sprung zur Navigation nicht. Wie gesagt, der ist immer enabled für Backend. Das hier, den Barriere, also die Zusatzfunktionen, das deaktiviert. Und den kann ich auch für Frontend, für Backend oder für beide einschalten. Und hier habe ich diese Möglichkeit zu sagen, nutze Google Fonts, also die Icons von Google oder die Emojis. Ich mache mal kurz die Emojis. Ja. Nicht so schön, aber gut. Nur so ändern ist schwierig. Also das Plugin basiert auf einer externen Library, also ist nicht von uns entwickelt worden, also von Joomla entwickelt worden, sondern von einer anderen externen Person. Uns wurde in Joomla eingebunden. Wir hatten letztes Jahr ein GSOC-Projekt, also ein Google Summer of Code-Projekt. Da war ich Mentorin, hatten wir einen Student, der dabei war, das zu verbessern. Leider hat der Entwickler von dieser Library kurz vor Torschluss sich entschieden, das umzuschreiben in TypeScript. Und da konnte unser Student nicht mehr wirklich was machen, war schon zu spät. Wir haben es noch versucht mit Franziska und mit Benjamin, haben wir uns dran gesessen und versucht, das noch irgendwie zu machen. Liegt ein Pull-Request von mir in GitHub. Ich kann aber kein JavaScript und da sind Fehler drin. Und bis jetzt hat sich leider keiner gefunden, der das übernimmt. Es waren viele neue Sachen dabei, Verbesserung. Und es war auch in Planung, dass wir eigene Icons einbinden. Also nicht diese komischen Emojis, sondern eigene Icons. Die Angie Radke hatte schon ein Set von Icons entwickelt. Und auch, dass man es mit den CSS ein bisschen besser macht, weil es lässt sich auch schwer überschreiben. Also ich habe es hier, habt ihr sicher gesehen. Normal ist blau, diesen Blau. Ich habe es hier für die Webseite in Pink eingefärbt, ist aber ein bisschen bösen Code. Also ich muss das schon mit Important setzen, weil sonst anders nicht so ändern ist. Ja, geht ein bisschen. Genau, also wenn jemand JavaScript kann oder TypeScript kann und Lust hat, bitte übernehmen. So, dann kommen wir zu anderen Sachen, die in Joomla ganz interessant sind. Ich habe im Mai dieses Jahr, also im Juni, einen Workshop besucht von Rheinberg Verlag. Die machen seit ein paar Jahren immer so eine Konferenz zur Barrierefreiheit und bieten auch Workshop an. Ich habe mich für eine angemeldet als Spionin. Barrierefreiheit mit CMS. Angedacht war WordPress und Typo 3. Am Ende wurden nur WordPress, weil Typo 3 Installation war kaputt. So. Und ja, ich fand es interessant, weil da habe ich ein paar Sachen entdeckt, wo ich gesagt habe, ja, Joomla kann es besser. Also eindeutig. Zum Beispiel Überschriften. Also man weiß, man muss die Überschriften müssen geordnet sein. Also ich kann nicht mit einer H4 anfangen und eine H1 enden. Also ich muss dann schon die Reihenfolge einhalten. Normalerweise soll eine Website auch nur eine H1 haben und die nächste ist eine H2. Und Joomla hat die Möglichkeit, wie gesagt, wenn man sich am Core hält, wenn ich in den Menüpunkt wähle, dass die Seitenüberschrift angezeigt wird, ist diese Seitenüberschrift eine H1. Und dann wird ein Artikeltitel drunter automatisch eine H2. Wenn ich aber die Seitenüberschrift nicht anzeige,
dann wird man der Artikeltitel automatisch eine H1. Das kann man in Joomla einstellen. Ja, wissen viele nicht, das ist irgendwie so untergegangen. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, was ich haben will, mit Seitenüberschrift oder nicht, muss ich natürlich die weitere Struktur in meinen Artikel anpassen. Ja, wenn es eine H1 ist, dann fange ich in den Artikel mit H2 und so weiter. Das zeige ich mal kurz. Also ich kann in einen Menüpunkt sagen, wo ist denn die Seitenanzeige? Seitenüberschrift anzeigen. Das ist hier auch verbergen eingeschaltet. Das heißt, was wir hier sehen, das da ist mein Artikeltitel. Es kommt nicht von Menü, sondern von Artikel und das ist eine H1. Früher hat man Overrides gemacht, auch vor allem für Blog-Layouts hat man sich immer die Finger gebrochen. Dass es dann passt, das funktioniert jetzt automatisch, also wenn man das richtig macht. Genau, und da gibt es als Leseempfehlung, warum das so wichtig ist mit der Struktur, zwei Erfolgskriterien, also diese Guidelines oder Richtlinien, haben Erfolgskriterien definiert, also was man alles einhalten muss, damit die Webseite barrierefrei ist. Und dann gibt es, was Überschriften anbetrifft, die Infos an Relationships und Headings und Labels sind wichtig zu wissen. Und da kann man nachlesen, was man da einhalten soll. Für die Suchmaschinen ist, ja, klar. Da kommt immer der SEO-Experte und sagt, genau. Was in Joomla auch schön ist, mit den alternativen Text für Bilder, ich kann ein Bild als dekorativ markieren und dann setzt mir automatisch ein leeren Alt-Attribut. Und dann weiß ein Screenreader, das ist nur ein dekoratives Bild, ich kann es überspringen. Und das zeige ich auch mal kurz. Wenn ich auf einen Beitrag habe, hier haben wir keine Bilder, aber egal. Ich habe hier diesen Button, zum Beispiel für Intro-Bild von einem Beitrag, kann ich sagen, keine Beschreibung, das Bild ist nur dekorativ und dann wird mir automatisch diesen leeren Attribut gesetzt. Wenn ich es nicht mache, also es ist kein Muss und es wird auch nicht überprüft, ob das richtig gesetzt ist. Wenn ich es nicht mache und ich auch keine Beschreibung einfüge, dann ist auch kein Alt-Attribut drin und das wird als falsch angezeigt. Wenn ich das mit einem Tool überprüfe, dann wird mir dann melden, dieses Bild hat kein Alt-Text. Wenn ich keine, genau, wenn das angeklickt ist, dann ist den Attribut leer und das ist okay. Wird wahrscheinlich von dem Tool trotzdem angemeckert, aber du hast das so definiert, also es gibt dann immer so falsch positive oder Sachen, man sagt, ich will das aber so haben und ist in Ordnung. Die Information, keine Beschreibung, weißt du an Joomla, aber steht im HTML-Code nicht drin. Doch, also in den HTML-Code wird dann alt, gleich, Hochkommas ja, und was drin. Ja. Nein, wenn ich es nicht anhacke, ist kein Alt. Da ist dann nichts. Genau, und dann ist er falsch. Ja, aber das sind die Fehler, wo man sagt, ist gewollt. So, und das funktioniert genauso, wenn ich hier im Text ein Bild einfügen würde. Kann ich es auch machen. Kann ich hier den alternativen Text schreiben für das Icon oder ich kann sagen, keine Beschreibung, passiert dasselbe. Genau. Ja. Das kann ich so leider nicht beantworten. Es kommt drauf an, also haben wir vorhin auch drüber gesprochen,
ein Blinder, der einen Screenreader benutzt, kriegt alles vorgelesen. Ja, es gibt dann Möglichkeiten, dass er sagt, ja, weiterklicken. Also ich, wenn ich mit einem Screenreader was teste, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Jemand, der es richtig benutzt, ist unglaublich, in welche Geschwindigkeit sich auch die Sachen vorlesen lassen. Aber trotzdem, wenn du so eine lange Beschreibung von dem Bild schreibst und hast so 100 Bilder, ist der arme Mensch dann gleich überfordert. Also man muss sich schon ein bisschen knapp halten, auch wenn die SEO-Experten sagen, brauchst du so und so viel Zeichen. Nein, also für einen Screenreader-Benutzer ist das lästig. Also das Bild muss die Beschreibung haben, die wichtig ist. Und nicht, die Blume ist rosa und hat 3 Körnchen gelb und was weiß ich, so lang. Nur das Wichtigste, was das Bild ausmacht, die Aussage des Bildes. Aber es kommt dann auch darauf an, ob das Bild wirklich einen Mehrwert für die Webseite hat. Also wenn es rein dekorativ ist, wirklich nur, ich schaue mir schöne Bildchen, oder es, das hat in den Kontext von der Seite nichts zu sagen, dann brauche ich auch keinen Alttext in den meisten Fällen. Genau. Dazu gibt es dann auch ein Erfolgskriterium von WCAG, Non-Text-Content. Es betrifft nicht nur Bilder, sondern Grafiken zum Beispiel. Also alles, was nicht Text ist, muss in irgendeiner Form auch zugänglich gemacht werden. So, was auch da ganz gut fand im Vergleich zu WordPress, Tabellen. Also wenn man tabellarischen Inhalt als Tabelle anzeigen will, also richtig, keine Ahnung, die Preise von irgendwas und als Tabelle, in Joomla funktioniert da ganz gut, wenn ich mit den Tiny MCI arbeite, mit anderen Editoren weiß ich nicht. Man kann diese ganzen Definitionen, die man braucht, damit eine Tabelle barrierefrei ist oder barrierearm ist, direkt mit Klicks und Einstellungen machen. Also ich muss nicht in den Code-Modus gehen und mir irgendwelche Sachen dann eintippen, was in WordPress der Fall war. Ich kann für eine Tabelle eine Caption, also eine Beschriftung einfügen. Das ist dann wichtig, sagen, was ist in dieser Tabelle zu finden. Ich kann die Zellentypen definieren, ob es eine normale Zelle ist oder die Kopfzelle von der Tabelle. Und ich kann den Gültigkeitsbereich von diesen Überschrift definieren. Ich kann sagen, diese Überschrift ist für die Spalte oder diese Überschrift ist für die Zeile. Das heißt Scope in Englisch. Es hat dann wieder mit Info an Relationships zu tun als Erfolgskriterium. Und das wollte ich auch mal kurz zeigen. Also, wenn ich hier, das ist Tiny MCA, ich kann hier über das Menü reingehen oder ich kann hier eine Tabelle einfügen. Dann mache ich mal so eine kleine Tabelle. Dann kann ich auf Tabelleneigenschaften gehen und dann kann ich sagen, Beschriften anzeigen. Und dann macht man hier oben automatisch einen Platz, wo ich die Caption machen kann. Dann kann ich hier die Zelleneigenschaften. Und dann kann ich sagen, das ist nicht eine normale Zelle, sondern eine Kopfzelle. Und es gilt für die Spalte. Das ist diesen Scope, den Gültigkeitsbereich. Und das wird im Code auch so eingefügt. Ja, dann steht dann drin Scope Row oder Scope Column. Danke. Genau, das kann man alles, ohne dass ich hier in den Code, also das kann ich mir hier anschauen. Gut, das hat mir die Caption jetzt kaputt gemacht in irgendeiner Form. Aber das hier sehe ich dann Scope Call.
Und das musste ich nicht eintippen und wissen, dass ich das machen muss. Genau. Dann, was auch wichtig war und ist auch, glaube ich, für SEO auch wichtig, mit den Weiterlesen-Button und für also Screenreader-Nutzer, wenn ich zum Beispiel meinen Blog zeige. Ich habe hier mehrere Weiterlesen-Buttons. Zum Screenreader wurden immer lesen, weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen. Weiterlesen was? Ja, wo bin ich denn? Ja, ist ein bisschen verwirrend. In Joomla kann man einstellen, dass neben dem Weiterlesen auch den Titel von dem Beitrag angezeigt wird. Das ist eine Möglichkeit. Und das andere ist, nee, ich will nur Weiterlesen haben, aber den Code wird mir eingefügt mit ein, muss ich hier gucken, mit einem ARIA-Label, hier, ARIA-Label, der versteckt, also das ist nicht sichtbar für uns, aber für einen Screenreader schon. Und dann wird es dann gleich gelesen, diesen Button ist ein Weiterlesen, Autoseite für Joomla 4. Das ist, also wenn ich da keinen Titel anzeigen neben dem Weiterlesen-Text, dann wird diesen ARIA-Label ergänzt, damit es nicht nur Weiterlesen steht. So, mir wurde angezeigt, dass ich nur 5 Minuten habe. Genau. Und dann, was auch sehr interessant ist, das wird auch schwierig jetzt. Ich kann Language of Parts definieren. Das ist auch ein bisschen versteckt, das kennen wenige und wissen viele nicht, dass es wichtig ist, also ist auch für Screenreaders wichtig. Ich habe einen deutschen Text und ab und zu habe ich irgendwelche Sätze oder Wörter auf Englisch. Wenn ein Screenreader, also wenn ich nichts definiere, dann wird ein Screenreader diese englischen Sachen deutsch vorlesen, was teilweise ein bisschen komisch klingt. Und damit das nicht passiert, kann man definieren, diese Wörter sind jetzt Englisch. Und das kann man dann mit den TinyMCA auch machen. Dafür muss man in den Tiny selbst erstmal die Sprachen definieren, die man benutzen wird. Das kann man hier machen, Sprachen von Teilen heißt auf Deutsch. Ich kann die verschiedenen Sprachen definieren mit dem entsprechenden Sprachcode. Ich könnte hier noch was anderes machen. Und, also Moment, ich kann diese Weltkugel dann hier in den Menü, in der Toolbar ergänzen. Das ist gekoppelt. Das mache ich einfacher für meine Editoren. Wenn ich hier reingehe und sagt, das ist jetzt ein englisches Wort, dann gehe ich auf den Weltkugel und definiere das auf Englisch. Wird mir auch gleich angezeigt. Und im Code sieht es dann so aus, wird mir diesen Span eingefügt mit den Sprache. Das heißt, ein Screenreader, der richtig funktioniert, wird dieses Wort Englisch aussprechen, obwohl der Rest von der Seite Deutsch ist. Das siehst du nicht. Das sind immer so versteckte Sachen. Das ist nur für Screenreader. Genau. Dafür gibt es dann auch ein Erfolgskriterium. Und was auch, ich weiß nicht, kennt ihr das, den Barrierechecker von Joomla? Nee, gut. Der ist schon da seit 4.1.0. Heißt Joali. Ist standardmäßig in Backend aktiviert und ist auch gut so. In Frontend will man es nicht haben. Man kann es aber auch für Benutzergruppe machen, dass ich, wenn ich angemeldet bin, in Frontend sehe ich es. Sonst hat niemand was davon zu kriegen, mitzukriegen. Und das sehen wir in Beiträgen. Also wenn das den Beitrag schon gespeichert ist, erscheint ein neuer Button neben Speichern. So, das ist hier, also da oben. Der ist normalerweise nicht, also wenn der Artikel angelegt wird, ist nicht zu sehen. Wenn ich den speichere, erscheint diesen Button. Wenn ich draufklicke,
habe ich ein Pop-up, ein Modalfenster mit einer Vorschau von meiner Webseite. Und da unten habe ich wieder so ein Symbol. Genau, und hier sagt mir, der hat keine Fehler gefunden, super. Ich kann die Gliederung der Seite mir anzeigen lassen und ich kann hier sagen, was alles überprüft werden soll. Den Kontrast, wenn ich Formulare habe, wenn die Links extra markiert werden sollen. Lesbarkeit ist, überprüft die Sprache, also die Formulierung ein bisschen oder die Länge von den Sätzen, sagen wir mal so. Muss man mit Vorsicht genießen. Genau. Und das ist auch ganz praktisch. Der Jens wird nervös. Wie gesagt, diese ganzen Tools und Plugins und so weiter machen nicht die Seite barrierefrei. Sind hilfreich, sind nützlich, aber man muss trotzdem auf den Code achten. Und ich habe hier so eine Liste von Tools, die man verwenden kann oder die ich gerne verwende. Auch Checklisten, die man nutzen kann. Wie gesagt, die Seite ist online, also einfach anklicken. Gibt es verschiedensten Checklisten, die man durchgehen kann, um zu überprüfen, ist meine Seite barrierefrei oder nicht. Und wenn jemand noch was von mir wissen will, da bin ich zu finden. Ja, Dankeschön.